Oh mein Gott! Was denn? Und damit ein herzliches Willkommen, liebe Freunde, zu eurer heutigen Ladung. Oh mein Gott! Wie ich sehe aus wie Arschbacken. Meine Zuschauer nennen das Alltag. Ach, scheiß drauf. Jedenfalls hoffe ich, ihr hattet einen wundervollen Tag, dass es euch blendend geht. Denn diese Zeit ist jetzt vorbei. Chillers Art Games haben ja immer so diesen einen fiesen, richtig ekelhaft weltfremden Jumpscare, bei dem du dich kurzerhand schälst, ja, wo sich einfach deine sterbliche Hülle vom Rest des Kadavers separiert, sozusagen. Den haben wir noch nicht abbekommen. Und ich bin mir auch echt nicht sicher, ob ich so erpicht darauf bin, mich darauf zu freuen. Ein ganz herzliches Willkommen zurück zu The Caregiver. Leute, es wäre übrigens eine bummfortunöse Vergnüglichkeit, wenn ihr dem Video mal bitte einen Daumen da lassen könntet, sodass mein Content auch anderen Leuten vorgeschlagen wird, ich mega viel Geld verdiene und mir endlich meinen dritten Ferrari leisten kann. Das ist ja wohl das Mindeste. So, wir erinnern uns. Wir, unseres Zeichens Seniorenpflegefachkraft, wurden nachts zu einer Familie geordert, um dem hiesigen Opa mal ordentlich den Staub aus den Falten zu wedeln. Gesagt, getan, ja, wir haben da einige, ich sag mal, nicht nur kulturelle Schocks erlitten, was dazu geführt hat, dass wir am nächsten Tag nicht auf Arbeit erschienen ist und in den Fußstapfen einer Kollegin, dieser Naomi hier, da haben wir ungefähr gleiche Erfahrungen machen müssen und naja, es wird immer kurioser, immer merkwürdiger, aber gleichzeitig auch spannend. Ich liebe dieses Spiel und ihr auch, also Dankeschön für den Support, ja, das ist hier die gute Risaku, gute Kollegin von mir. Mit der werden wir uns auf jeden Fall so einen kleinen Schnack halten bei einem Milky Way und einem Käffchen. Ihr wisst Bescheid. So, was hast du denn? Hey, Risako-san. What's up? Ja, wegen Suichi. Das ist der alte Opa. Irgendwas stimmt nicht mit seiner Familie. Keine von seinen Familienmitgliedern waren zu Hause. Ich weiß nicht, ich fühle mich da irgendwie nicht gut dabei. Ich frag mich, was Sachi, das ist die erste Kollegin, von deren Verbleib wir jetzt noch nichts wissen. Frag mich, ob sie irgendwie was weiß. Vielleicht solltest du ihr Arbeitstagebuch dir mal anschauen. Ja, sollte ich. Ihr Arbeitstagebuch, Alter, laberst du. Wer schreibt denn sowas? Das würde helfen. Oh, sie hat heute wieder einen Krankentag genommen. Vielleicht könntest du sie besuchen. Einfach nachschauen, ob es ihr gut geht. Oh, sollte ich das, ja? Alles klar, Risako. Danke auf jeden Fall für den äußerst ergiebigen Einblick in deine Nasenlöcher. Ich werde es dir nicht verübeln. Jo, ihr habt, by the way, bemerkt, dass hier die Pflanzen, also, ne, da hat man sich auch für die zartere, kleinere Variante entschieden. Ne, war ein Spaß. Die haben einfach mal den kompletten Urwald hingestellt. Na, ihr habt mal wieder gute Augen, das muss ich ja auf jeden Fall sagen. So, Arbeitstagebuch. Das könnte auf ihrem Schreibtisch liegen. Ist natürlich die Frage, wie das hierher gekommen ist, wenn sie gar nicht hier erschienen ist auf der Arbeit, ne? Hat sie das per Post geschickt oder was? Muss das abgestempelt werden? Alter, Risako, hier liegt nichts. Du hast mir wieder Sashimi erzählt. Was soll denn das? Warte mal, hast du da vielleicht irgendwie mehr Infos drüber oder mal? Oh, mit Frontdesk! Dankeschön, der muss man alles aus der Nase kitzeln. By the way, das ist kein persönliches Ding. Ich nehme das dem alten Mann nicht übel, dass er sich irgendwie merkwürdig verhält, ne? Ich meine, er ist halt schon in fortgeschrittenen Jahren hier unterwegs, ja? Und der Typ ist Japaner. Das heißt, der ist, wenn die alt sind, sind die gleich gut und gerne mal 180, Alter. Wir müssen da ein bisschen nachsichtig sein. So, das ist das Tagebuch. Ein normaler Tag bei Suichis. Aber das ist eine kleine Sache, die mich irgendwie, ja, gestört hat. Das Haus riecht. Wo kommt das her? Naja, ich versuche das mal loszuwerden am nächsten Tag. Tag 2. Die war da also mehrere Tage, das ist interessant. Ich meine, sie hat ja auch gewusst, wovon sie spricht. Also, die scheinen sich irgendwie bekannt zu sein. Ich habe gar nicht gewusst, dass Suichi an Demenz leidet. Ich meine, er redet nicht viel. Wenn überhaupt. Das ist komisch. Ich meine, dem ging es gestern ganz gut. Die Symptome zeigen sich aber vielleicht gerade schon. Ich werde für ihn beten, dass es ihm weiterhin auch gut geht. Tag 3. Seine Familienmitglieder sollten eigentlich heute zu Hause sein. Sie haben mich in letzter Minute angerufen, dass sie es nicht schaffen, sich um ihn zu kümmern wahrscheinlich. Also ist nur Suichi selbst zu Hause. Ach, ich wünschte, wir hätten da mal eher Bescheid gesagt. Naja, ich sollte mich nicht beschweren. Ich habe versucht, den Müll rauszubringen und die Lufterfrischer zu verwenden, aber nichts hat funktioniert. Das Haus müffelt, Alter. Als ob irgendwas verfault. Oder du solltest mal in den Kühlschrank checken oder so. Oder unter den Boden dielen.
Da liegt nämlich die Oma. Oh nee, Alter, das grab ich alles noch aus. Also, ich weiß es nicht, aber irgendwie sowas ist das bestimmt. Tag 4. Als ich heute angekommen bin, war Suichi nicht zu Hause. Er lag auf dem Boden draußen. Was geht? Naja, die hat man nach dem Baden einfach mal zum Trocknen hingelegt. Hallo? Wie denn sonst? Was geht hier ab? Ich höre Kratzen in den Wänden und Klopfen an der Decke. Ich habe nachgesehen, wo die Sounds herkommen, aber es ist nichts da. Und dann dieser Gestank wieder. Ich muss herausfinden, wo das herkommt. Das Haus macht mich verrückt. Tag 5, der Raum im zweiten Stock. Was war das? Oma? Oh, ich hab's doch gesagt! Warum bist du da? Was machst du? Nee, das kann nicht wahr sein. Irgendwie ist mir kalt. Vielleicht bin ich einfach nur krank. Ich sollte morgen nicht zur Arbeit kommen. Das war der letzte Tag. Das heißt, das erste Level sozusagen, was wir gespielt haben. Was ist es bei Suichi passiert? Irgendwas ist mit Sachi-san falsch gelaufen. Ich muss sie besuchen. Jetzt. Von dem, was ich gehört habe, wohnt sie hier irgendwo in der Nähe. Gut, schnapp ich mir meine Tasche oder habe ich die heute einfach nicht? In Ordnung. Na dann, jetzt. Also von dem, woran ich mich erinnere, Sachi-san lebt hier in der Gegend. Das größte Gebäude in diesem Gebiet. Ich meine, das Ding ist ziemlich groß, ne? Oh, warte mal. Holla. Okay, dann gehe ich mal hier gucken. Ich schätze mal, das Ding wird es sein. Aber wie komme ich da rein? Steht schon wieder irgendwer. Yo, lass mal diese creepy Dudes, die Straßen nachts bevölkern, weg, Alter. Das sind die einzigen, die sich hier zu Hause fühlen. Yo, moin. I won't let you pass. Okay, Sushi Gandalf, Alter. Den muss ich einfach wegrotzen, ich sag's euch. Kenn ich sie? Nein. Also, bedeutet das, dass ich vorbeikomme? Nein. Du hast dieselbe Uniform wie das Mädchen, was hier wohnt. Oh, die kennen sich. Also kann ich dich nicht reinlassen. Was labert der, Alter? Dieses Gespräch folgt keinem logischen Zusammenhang. Warum? Ich wohne nicht mal hier. Ja, das ist doch ein Grund. Hä? Das macht nichts. Du musst ein Spiel Schere, Stein, Papier gegen mich gewinnen, um... Was? Dann lass ich dich rein. Schere, Stein, Papier. Willst du mich ver... Halt dein Maul und hör zu. Oder ich werde dich nicht reinlassen. Okay, fine. Oh mein Gott! Was? Jo, ich muss den vermopsen! Ich sag's doch! Das ist Street Fighter sein Vater, Alter. Ja! Der hat so viele Jackie Chan-Filme gesehen. Ja gut. Here we go! Stein, Papier, Schere. Los! Ich muss irgendwas nehmen. Was ist gut? Schere. Ah! Ich hab verloren! Weil du ein Loser bist! Du bist sehr stark! Ich hab auch andere, sehr, sehr beeindruckende Fähigkeiten. Aber ich bringe ihn mal nicht ganz so aus dem Häuschen. Ah, jedenfalls, hast du wirklich geglaubt, dass ich dich einfach durchlasse, nur weil du das Spiel gewinnst? Ha, denk drüber nach, Loser. Aber du hast gesagt, ah, ich brauche nur ein Ding. Weißt du, ich weiß, dass du so viel davon hast. Du weißt schon. Was habe? Die Drogen, die Medizin. Die Drogen? Ja, stell dich nicht so dumm. Ich krieg's von deiner Freundin da, aber sie verhält sich irgendwie komisch in letzter Zeit und gibt mir das nicht mehr. Ja, weil sie nicht auf Arbeit kommt, Alter. Bring mir die Drogen und dann lass ich dich durch. Holy shit, Alter. Der wartet hier die ganze Zeit vor dem Block, dass eventuell eine Kollegin kommt, um ihm seine Medizin zu bringen. Der hat ja wirklich ein sehr, sehr spannendes Leben. Das muss man ihm schon lassen. Okay, gut, dann... Gehe ich mal dahin und beschaffe mir aus irgendeinem Schränkchen irgendwelche Pillen, Spritzen oder weiß doch Geier. Ich hoffe, der ist flexibel, Alter. Und kein Kostverächter. So, wo ist denn jetzt hier eigentlich meine Kollegin hin? Kann ich das irgendwie an der vorbeisneaken? Ist ja auch so die Frage. Warte mal. Die muss gar nicht checken, dass ich wieder hier bin. Ah, genau, hier. Natürlich Morphin, Alter. Alles klar, damit wird er sich jetzt richtig mit Karacho wegeliminieren, der Kerl. Ich finde das übrigens so geil, wie diese Story hier erzählt wird. Dass du nicht einfach nur in das Haus gehst und auf unerklärliche Weise einschläfst, aufwachst und an dem Tag wird es irgendwie gruseliger. So, das ist halt super generisch, sondern dass sich wirklich mit den Personen drumherum irgendwie beschäftigt wird, die das halt natürlich irgendwie alles mitkriegen. Weil wir sind ja mitten in der Stadt, ne? Ich finde das cool und sehr immersiv. Auf jeden Fall interessante Idee. So, ja. Oh, ich habe Nein gesagt. Fuck you! Okay, hier, bitteschön. Enjoy.
Das! Wow, es ist so einfach, einen Mann glücklich zu machen. Gut, dann ins Apartment rein. Naja, ich hoffe, die steht auf unangekündigten Besuch. Reingehen? Klar, bevor wir die Tür klingeln. Aber bei Suichi habe ich immer noch angeklopft. Nee, wir lassen alle Manieren hinter uns, ey. Ja. Yo, ich bin da. Hallo? Sachi? Oh, sie sitzt auf dem Bett, Alter. Warte mal, ich muss sie kurz vorher nochmal ausrauben hier. Okay, was haben wir hier? Oh, haben wir einen Tee machen? Oh, Moment mal. Ah ja. Ich mache mir nur kurz einen Trink. Oh, also, kümmere dich einfach nicht um mich. Moment. Ist sie bei Trost? Hallo? Sachi? Geht's dir gut? Ja, blendend geht's ihr, ne? Oh, ich bin okay. Ja, das kann ich sehen. Ich fühle mich nur ein bisschen kalt. Ja, soll ich dir vielleicht ein bisschen Tee machen? Aha, da gab's was von Ratiofarm, Alter. Schnellste Teemacherin von Mexiko, nennen sie mich. Ja, das wäre sehr nett. Okay, habe ich mir gedacht. Ja, Alter, ich bin gut aufgehoben in meinem Job hier, würde ich sagen, ne? So. Tasse Tee. Sehr gut. Mit besten Empfehlungen des Hauses. So. Schütt das Tee gleich rein. Lass es nicht erst abkühlen. Das ist was für ein Loser. Hier, bitteschön. Aua! So, also, was geht ab? Geht's dir jetzt besser? So kalt. Ach, komm schon. Dreh doch mal die Heizung auf. Oder zieh dir was an. Mach dir keine Sorgen. Ich denke, ich habe mir einfach bloß eine Erkältung eingefangen. Das ist japanisch für, ich habe einen Geist gesehen. Hey, Sachi. Ich bin hergekommen, um dich was zu fragen. Ich habe deine Arbeitsnotizen gelesen und, was ist bei Suichi passiert? Und was ist mit seiner Familie geschehen? Warum? Warum was? Warum? Sorry, ich habe vergessen zu sagen, dass ich mich jetzt um ihn kümmere. Geh raus! Was? Geh raus! Ich möchte damit nichts mehr zu tun haben. Das ist japanisch für danke für den Tee. Okay, gut. Wir haben den Frieden des Apartments gestört. Wir sollten uns was schämen. Na dann, auf zur Arbeit, oder? Okay. Ich habe irgendwie ein ganz merkwürdiges Gefühl hierbei. Wait, what? Oh no! Bro, come on! Oh, das ist eine Sauerei jetzt. Dieser Tee war voll die Verschwendung, Alter. Hätte ich ihn mal selber gesoffen. Doch damit habe ich jetzt nicht gerechnet, Mann. Na toll, Alter. Uff, okay, das nimmt ja ganz merkwürdige Züge an. Oh, jetzt bin ich wieder hier. Ach, na gut. Ist jemand zu Hause oder bin ich jetzt von allen guten Geistern verlassen und auch den weniger guten? Ich weiß es nicht. Nichts zum Einsammeln, keine Kollegen am Start. Ja, wo ist hier, wo sind alle? Ich muss zu Suichi gehen. Was ist dieses komische Gefühl, ich sollte mich beeilen. Oh Mann. Aber wenn ich das so betrachte, keine Ahnung, nehme ich halt einen spontanen Tag Urlaub, Alter. Ich rufe bei Suichi an. Sorry, Grandpa. Die Windel von gestern, die muss heute noch mal reichen. Wir sehen uns, nachdem ich alle Sake-Flaschen in meinem bescheidenen Zuhause vernichtet habe. Sorry, Leute, Wunschdenken ist halt auch einfach mal schön. Was soll ich denn machen? Das ist das Einzige, was mich hier irgendwie noch bei Sinnen hält, sag ich mal. Ich bin echt aufgeregt, was jetzt in dem Haus abgehen wird. So, ich habe gar keinen Plan, wohin sich das hier alles entwickelt. Ich habe eine Vermutung und die gefällt mir nicht. Aber da bin ich wahrscheinlich nicht der Einzige. So, na dann, lass mal nachsehen. Oh, ich klopf wieder nicht an, Alter. Ich habe meine Moral da irgendwo im, keine Ahnung, auf dem Schreibtisch vergessen oder so. Wo sind die Leute jetzt? Da habe ich ihn zu Bett gebracht vor ein, zwei Tagen, gestern oder so. Ich bin mir nicht sicher, warum ich zurückgeschickt wurde. Wo ist der Opa? Wieder im Bad? Nee, es hat sich niemand um ihn gekümmert. Ich frage mich, wo ich den finde. Oh, meine Taschenlampe? Habe ich die hier vergessen? Okay, das wäre mir jetzt gar nicht so aufgefallen. Oh nee, ich will da nicht hoch, Alter. Ich habe das Gefühl, da finde ich nichts Gutes. Oh, die Bodendielen. Ich wusste es. Der hat da die Oma verscharrt. Oh nein, als hätte ich es geahnt. Yo. Okay, Moment. Ich
Ich guck mal, ob ich jetzt diese Tür aufmachen kann. Das hat sich ja beim letzten Mal nicht ergeben. Ja, es steckt fest, aber jetzt hat sie da auch Gedanken dazu und sagt was. Take a peek, ja. Was haben wir da? Oh, nee. Kann ich da meine Taschenlampe ranhalten, bitte? Nee, irgendwie nicht. Aber das klemmt. Warum auch immer so eine Tür klemmen sollte. Ich weiß nicht. Die stecken irgendwie fest. Vielleicht kann ich irgendwas nutzen, um es aufzuhebeln. Ja, vielleicht kann ich das, ja. Oder ich denke nochmal über diesen Urlaub nach. Ja, diese Uhren hier überall. Die haben bestimmt noch was zu melden. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Mir gefällt das alles nicht. Oh, das Paket von gestern. Es ist offen. Was war denn da drinne? Yo, zeig es. Was ist das? Carjack Crank. Hä? Will der Alte auf Safari oder was? Jo, da draußen steht ein Auto. Da, seht ihr das? So ein alter kleiner Transporter. Die Frage ist, öffne ich damit halt irgendwas oder kann ich diesen Hebel hier nutzen, um irgendwas aufzubrechen? Hier scheinbar nicht. Dazu benötige ich was anderes. Moment mal. Weil ich bezweifle, dass ich das damit irgendwie aufkriege. Komme ich hier vielleicht rein? Moment. Und komm. Kann ich das damit aufhebeln? Nee, scheinbar irgendwie nicht. Alright, ich probiere hier mal mein Glück. Ja, tatsächlich müssen wir da rein. Aber das ist halt die Sache. Wie kriege ich das auf? Ich komme nicht von der anderen Seite ran. Oh, doch, kann ich. Warte mal. Nee, so wird das nichts. Ich brauche einen Autoschlüssel. Oh, was ist hier? Ih, Ratten! Yo, du hast sie aber nicht in die Matratze gebröselt, oder? Aufreißen. Was ist da denn drin? Was haben wir da? Moment. Ih, das blutet da raus. Was ist das? Was habe ich da aufgenommen? Natürlich, den Schlüssel für das Auto draußen. Klar, beliebter Snack bei allen Kanalisationsbewohnern. Nachvollziehbar. So, jetzt weiß ich zumindest, dass ich da reinkomme. Open Van, ja. Carjack? Hält. Hä? Yeah, whatever. Oh, das brauche ich auch noch. Das ist das zweite Teil, um diese Tür da oben aufzustemmen. Jo, wie schwer kann die denn zugeklemmt sein? Oder hält die irgendjemand? Boah, ich werde ihn überlisten. Mit der Kraft meiner physikalischen Expertise. Haha. Ja, guck mal, das liegt schon da. Verstehe. Naomi MacGyver hier zu ihren Diensten. So, use Carjack? Yep. Let's go. Da bin ich ja mal gespannt. Oh Gott. Da wird eine Maschinerie hier in Gang gesetzt. Sondersgleichen. Let's go, ey. Ich will das sehen. Was hat man da versteckt? Oh, was Kekse. Eine Brechstange. Damit komme ich da in den Boden rein. Oh, nee. Und dieses Kabinett. Ich kenne das. Diese roten Bänder. Das soll irgendwas, was Böses einschließen. Okay, mir ist das ein Begriff. Blutige Notiz. Good fortune comes beneath the floor. Das hast du doch aus irgendeinem Keks rausgezogen, oder was? Oh, Mann. Okay, hier muss ich dann nachher nochmal hin. Aber mal erstmal schauen, was sie hier unter den Dielen versteckt haben. Oh, nee. Ich möchte es nicht wissen. Bitte. Können wir diese Szene überspringen und einfach zu der Stelle kommen, wo ich mein massives Trinkgeld erhalte? Ja, auf jeden Fall schön. Go down. Na dann. Ach, ja. Na, zeig mal, was in dir steckt. Na klar, die Minen von Moria sind hier unter dem Haus. Alright, hab einfach mal ein ganzes U-Bahn-System versteckt. Ja, Anbindung an die öffentlichen Verkehrsmittel ist in dieser Lage recht gut. Meine Fresse. Yo, was? Das ist hier die ganze Zeit? Ey, ich würde kein Auge zumachen, yo. Oh, hier ist was. Noch mehr rote Schnüre. Was haben wir da? Rabenköpfe. Oh, das sieht mir nach einem Ritual aus. Die haben mir irgendwas beschworen, Alter. Ich glaube, die stinken hier so. Doch nicht Granny. Jo, warte mal, da ist was. An der Seite. Ist das ein Pfahl? Da hängt wer, Alter. Ist das der Opa?
Och nee. Der macht das ja Anakin-Style einfach. Oh damn. Ich komme nicht rechtzeitig. Meine Güte, hätte ich mal nicht so lange in fremder Leute Apartments rumgewühlt. Oh ja, ich verstehe schon. Die alte Dildo-Maske, Junge. Na, Pinocchio, alles klar? Gut, gut, gut. Wie lösen wir jetzt dieses Debakel hier? Was? Hier ist wer? Oh no! Suichi? I'm sorry. Ich fand's irgendwie kurz witzig. Gut. Was haben wir hier jetzt zu melden? Was sagt uns das? Bin mir nicht sicher. Vielleicht ein Zettel mit noch mehr Anweisungen oder so? Oh, ich höre Sachen. Ah! Da ist was! Ich höre Schritte. Oh, hier an der anderen Seite ist eine Notiz. Meine Güte! Okay. Die Mutter wurde erstochen, als sie Abendessen vorbereitet haben. 3.30 Uhr. Das Mädchen wurde erwürgt, als sie von der Schule zurückkam, 8.10 Uhr. Der Junge wurde die Treppe runtergestoßen, 5.40 Uhr. Der Vater wurde aus dem Fenster geschmissen, 11.50 Uhr. Warte. Das hat das mit den Uhren zu tun. Ich muss mir das kurz aufschreiben. Okay, Moment. Ich muss die stellen, bestimmt. Oh, ich hab's mir fast gedacht. Gut. Das Ding ist, ich muss dann halt auch alle Uhren finden. Oh Gott, ich hab Angst hier. Just hier unten? Oder er? Ich weiß nicht, was sie hier gemacht haben, Mann. Hier ist die Leiter. Okay, gut. Ich gehe erstmal oben sind, glaube ich, zwei Uhren. Und unten. In der Küche und, ich weiß nicht, draußen oder so. Das Mädchen wurde ermordet, als sie von der Schule kam. Ich gehe erstmal hoch, würde ich sagen. Eins nach dem anderen hier. Lass uns mal strategisch vorgehen. Ja, warte mal, hier ist eine Uhr. Der Junge wurde die Treppe runtergeschmissen. Das ist 5.40 Uhr. Moment, so, 5. Oh, kriegen wir das hin? Ja, okay, das ist richtig. Nice. Gut, dann ist das unten und nur eine ist oben. Die lag hier irgendwo in der Ecke. Oh Gott. Das war der Typ aus dem Fenster geschmissen. Das war 11.40 Uhr. Nee, was? 50. Gut. Okay, 11.50 Uhr. Das hat jetzt eine Weile gedauert. Ich weiß nicht, was ich falsch gemacht habe. Aber ich musste auf jeden Fall ein paar Runden rum. Yo, ist das Ding jetzt hier? Oh, ich will das nicht. Oh, nee, es war der Wind. Ah, oh mein Gott! Oh, nein, nein! Oh, oh, die kommt! Oh Gott, help me! Du, kann ich raus? Das Mädchen, ich kann nicht raus! Wie soll ich denn die loswerden? Ich muss in die Küche. Ich muss in der Küche die Uhr auf, was genau stellen? Wo ist die Uhr? Hier, okay, let's go. Kannst du mich da angreifen? Aua! Nein! Im Schlafzimmer vorne ist eine Uhr. Küche muss auf 3.30 Uhr. Oh, bitte. Wenn die jetzt hier rumpatrouilliert, habe ich doch da keine Chance. Ich muss die hier juken. Warte. Und dann ganz schnell vor. Und dann sehen, was ich in der kurzen Zeit bewerkstelligen kann. Küche 3.30 Uhr. Halb vier. Okay, let's go. Okay, let's go. Auf die drei. Und dann noch eine Runde rum. Reicht das? Ist das schon genau? Ich habe keine Ahnung. Halb vier. Let's go. Nein? Was ist falsch? Ich muss erst den großen Zeiger drehen. Das ist hier so ein bisschen clunky. Oh mein Gott, ich hab's. Und jetzt vorne noch, glaube ich, 8.10 Uhr. Oh, ist sie hier? Hier, 8.10 Uhr. Erst den großen Zeiger. Let's go. Nein, das war's noch nicht. Oh, ich bin mir nicht sicher, wann das geht. Let's go! Mach hinne! Okay, ich hab's! Oh mein Gott! Ja, die Zeiger müssen irgendwie ganz dolle exakt auf den Klick genau stehen. Yo, ich habe jetzt die Zeiten eingegeben, wo die alle ermordet wurden von der Family. Und jetzt? Was haben wir da?
Sieht aus wie ein Spielzeug für einen Hund. Jo. Wo ist das? Ich glaube im Wohnzimmer. Ist sie jetzt noch da? Oh, ich habe Angst vor der. Die ist mega creepy. Kann ich bitte das Loch da unten wieder zumachen und alles vergessen? Jo, bei so Ichi war easy peasy heute. Ich gehe da morgen gerne wieder hin für die nächsten paar Jahre. Jo, hier haben wir das. Religiöser Dolch. Damit werde ich dir jetzt richtig aufschnitzeln, Alter. Komm. Jo, kann ich Suichi befreien hier? Ich bin mir nicht sicher. Ich nehme jetzt mal den Dolch. Oh, ja, es passiert was. Damn. What? Jo, das hat er jetzt nicht so gemacht. Alle blenden die Idee einfach. Stich ihn ab, bis es gut ist. Okay. Oh, der ist gar nicht verkokelt. Suichi runterholen? Yo. Oh, wow. Du siehst gar nicht so knusprig aus, wie ich gedacht habe. Danke, junges Ding. Der Fluch hat mir nicht erlaubt zu sprechen. Oh, ich verstehe. Ich konnte die Dinge nicht rausfinden, so schnell. Okay, du hast mehr für mich getan, als ich je zu träumen gewagt hatte. Du hast mir eine Chance gegeben. Und jetzt hör zu. Der Rabe ist hinter mir her. Er benutzt meine Frau, um sich zu komplettieren. Deine Frau? Ich dachte, sie ist verstorben. Der Rabe hat kann mit dem Tod interagieren oder mit den Toten. Ah, er hat ihre Seele benutzt, um zurück in diese Welt zu kommen. Das ist, Bedingungen für die Beschwörung sind. Ah, du musst dafür eine Person verwenden oder opfern, die du am meisten liebst, verstehe. Du musst den Geist meiner Frau retten. Aber wie? Ihre Knochenbox ist im Alter. Alter, klar, ihre Knochenbox, Alter. Ja, du musst dich gar nicht wundern, wenn dein Haus übelst verflucht ist, ey. Das mit den roten, ja, Schnüren. Ich hab's auf jeden Fall erfasst. Wir bringen sie aus dem Haus und dann wird der Dämon weggehen. Oh, wow, der ist ja leicht zu überzeugen. Ich dachte, ich brauche jetzt noch seinen PayPal.me-Link oder so. Benutze das. Was? Du hast eine gute Seele. Ich vertraue dir. Oh, der gibt mir jetzt eine rostige Schere? Ach, komm schon. Ich hätte in der Küche schon irgendwas gefunden. Okay, Suichi, du chillst da, ja? Und, ich mach den Scheiß weg. Oh, hi. Suichi, ich wollte nur bei dir sein. Es tut mir leid. Ja, es ist ein bisschen zu spät, dich zu entschuldigen. Nachdem du mir mit einem Hackebeil hinterher gehandelt bist. Ja, tu mal nicht so, Alter. Nee, da brauchst du jetzt auch nicht so einen unschuldigen Hundeblick aufsetzen. Das hat die einfach mega mitgenommen, dass ich die Uhren verstellt habe. Ja, bei so Geistermonstern und Mutanten brauchst du einfach nur manchmal einen kleinen Funken, um das Fass zum Überlaufen zu bringen. So, können wir jetzt? Sehr gut. Knochenbox, ey. Ja, gib her. Nice. Hallo? Oh, bitte nicht. Oh, was passiert jetzt noch? Was stimmt? In der ersten Szene bei Sachi, da war noch jemand. Ist das dieser Rabe? Oh mein Gott! Das ist bestimmt so ein Folkloregeist. Ich sehe nichts! Hallo? Was passiert? Jo, die Umgebung verändert sich. Ach du heilige... Geh hinter mir her! Mama! Help! Ich weiß nicht, wo ich hingehe! Ich weiß nicht, was ich tue! Oh Gott! Er kommt, Alter! Er kommt! Er will mir meine Liebsten klauen! Oh, hier! Das Licht! Bin ich richtig? Jo, es ist einfach bloß Zufall, was sie gemacht haben. Ich hab... keine Ahnung. Au! Ha! Lol! Na klar! Ich bin raus. Und es hat aufgehört zu regnen, na Gott sei Dank. Das war jetzt meine größte Sorge eigentlich, deswegen habe ich mir so viel Zeit gelassen. Ich bin gespannt. Wie endet das? Ich meine, das ist das Ending auf jeden Fall. Ich bin so schnell gerannt, wie ich konnte. Als ich außer Atem war, habe ich ein altes, verlassenes Gebäude gesehen. Das ist ein alter Tempel, von dem der Mönch erzählt hat. Einfach nur es anzuschauen, hat mir so einen Geschichtsvibe gegeben. Ich habe zurückgeschaut, der Karasu Tengu war verschwunden. Das ist dieser Geist bestimmt, ne, dieser Rabe. Habe ich ihn verloren? Ich habe mich dazu entschieden, den Tempel zu betreten. Und ich habe einen Mönch gesehen. Oh, davon hat er wahrscheinlich geredet.
Ich wollte ihn eigentlich nicht stören, aber er hat mich bemerkt. Er hat die Knochenbox gesehen und bevor er mich hat zu Wort kommen lassen, hier, gib sie her. Und ohne darüber nachzudenken, und ich meine, ich habe immer noch gezittert vor Adrenalin, habe ich sie ihm wahrscheinlich überreicht, ne? Du bist ein bisschen spät. Die Seele des armen Mädchens hat gelitten. Okay, ich war irgendwie erleichtert. Suichi hatte recht. Es scheint, als ob seine Frau, Haori, nicht verletzt wurde, weil ich die Knochenbox aus dem Haus getragen habe. Der Mönch hat mir geraten, sie zu vergraben in einem Grab, um dass nichts anderes davon angezogen wird. Okay. Oh, der hat ein Gebet des Schutzes um den Tempel gesprochen. Okay, also alles ist im Endeffekt gut gegangen, oder? Aber wohin ist der Karasu Tengu verschwunden? Ist er jetzt wirklich weg? Naja, jedenfalls, ich stelle sicher, dass er nicht zu Suichi zurückkehrt. Ja, wie denn, Alter? Einfach keine Knochen mehr im Haus aufbewahren, oder was? Ein paar Tage sind vergangen. Und ich habe mich dazu entschieden, mich immer noch um Suichi zu kümmern. Es ist ein netter, sonniger Tag. Ja, wie gute alte Freunde, ne? Als ob wir bloß zwei Worte miteinander... Obwohl wir nur zwei Worte miteinander geredet haben. Wir haben unsere Momente des Friedens und, I can finally greet her? Wen jetzt? Oder sagt Suichi das? Ich weiß nicht, ist das Grab von seiner Frau jetzt? Wo ich das verbuddelt habe? Oh, irgendwas kommt da noch, ne? Dieser Dämon ist nicht wirklich weg. Augenblick. Oder doch? Kehrt jetzt wirklich Ruhe ein? Ich bin mir da nicht so sicher. Ich stehe definitiv an dem Grab, ja. Mit Suichi, also... Hier ist dann endlich seine Frau gebettet worden. Der ist es, ne? Der Dämon hat von ihm Besitz ergriffen. Wartet. Der hat so rot lackierte Nägel. Oh! Jawohl! Ich hab's gewusst, Alter. Wie ich einfach mal komplett alles in diesem Game predicted hab. Krass, Alter. So schade, er war schon tot, als du in dieses Haus gekommen bist. Wie schade. Boah, ist das gemein. God damn. Und diesmal gibt's tatsächlich auch nur ein Ending. Interessant, auch nicht Chillers Art. Art, ihr wisst Bescheid. Ja, krasses Game, hat mich sehr beeindruckt. Vom Aufbau her fand ich es unglaublich gelungen. Super interessantes Konzept, nice Geschichte. Es war gruselig. Ich weiß nicht warum, aber dieser Oma-Geist, ich fand die so schlimm. Jedenfalls habe ich das sehr genossen. Die Rätsel sehr einfach, alles sehr linear, alles sehr übersichtlich. Fand ich einfach geil. Artstyle wie immer besonders. Ich bin Fan von Chillers Art, ich kann es nicht anders sagen. Und ich hoffe, ihr auch, wie gesagt, lasst gerne einen Daumen an Support da. Und wir sehen uns im nächsten Spiel. Dankeschön fürs Zuschauen, Leute. Ich hoffe, euch hat es genauso gefallen. Und bis dahin.